Auf zu Frieda, wir machen die platt, los geht's. Sie hat 4 Pokémon auf einmal, oh. Oh, das ist eine böse Überraschung. Du blödes Drecksvieh, das kommt unerwartet. Aha. Mäusefreunde, herzlich willkommen zurück zur Pokémon durch den Panel Nuzlocke Challenge. Wir stehen direkt vor der Arena in Blitzach, der Stadt, die wir letztes Mal erreicht haben. Haben auch ein leicht verändertes Team, da gucken wir direkt mal kurz rein, denn es haben sich ein paar Pokémon entwickelt, bis ich ein paar Pokémon mitgenommen und die ein paar Attacken beigebracht. Haben sich erstmal King Gamefire zu einem Bronzong, Literchen von einem kleinen Azure zu einem, erst zu einem Meryl oder zu einem Azumeryl. Ist auch gerade erst passiert, so auf Level 38 rum, die letzte Entwicklung, von daher ist es noch recht frisch. Und guck mal, wie strahlt das kleine Pokémon. Dann haben wir noch Ringo, der hat sich zu einem Meditalis entwickelt. Tatsächlich, glaube ich, sogar unsere Geheimwaffe in der Arena, so, denke ich mal so ein bisschen. Also der wird auf jeden Fall dabei bleiben, wenn er nicht vorher stirbt natürlich. Dann haben wir noch Justine, die auch, da gucken wir gleich nochmal richtig rein. Ne, wisst ihr was, wir gucken mal einmal jetzt richtig rein direkt. Der King Gamefire, der kann, ich wechsle mal kurz hier, Rambos und Sondersensor, weil wir Rambos, glaube ich, eher brauchen. Er kann Rambos, Sondersensor, Kung-Fu-Schrein und Hypnose. Was gutes Moveset ist für dich persönlich. Kung-Fu-Schrein wird vielleicht nochmal irgendwie, je nachdem, was er noch lernt, ausgetauscht. Mal gucken, vielleicht für so ein Reflektor-Lichtschild, weil das hat er noch gar nicht lernen wollen, irgendwie gefühlt. Das wundert mich ein bisschen. Mal schauen. Literchen ist, glaube ich, eher ein Angreifer. Das gibt, glaube ich, das Wesen auch so ein bisschen her. Ich glaube, wenn das Wesen entweder neutral oder, also bei Angriff, Spezialangriff neutral wäre oder halt plus Spezialangriff und Angriff normal, dann wäre Spezialangriff auf jeden Fall besser. Aber sie kann auf jeden Fall Naschweif, Charm, Knuddler und Wasserring. Wasserring, weil sie, glaube ich, relativ viel aushält, ne, wenn man sich, ja, wobei geht eigentlich. Also ich sag mal, Literchen ist jetzt nicht das beste Pokémon hier im Team. Ich werde sie aber jetzt erstmal mitnehmen, weil sie einfach eine Eisresistenz hat. Ich rechne auch mit dem Sneebel, das heißt, und nicht Attacken werden auch resistiert, von daher, ja, ist das ganz gut eigentlich fürs Team. So, kommen wir zu Ringo. Wie gesagt, unsere vermeintlichen Geheimwaffe kann Kraftwelle, Sendkopfstoß, Feuerschlag. Genau, deswegen ist es nämlich unsere Geheimwaffe. Und Gedankengut. Feuerschlag, ich glaube tatsächlich auch, dass die Leiterin zumindest ein Rex Blizzard hat. Also die Weiterblick von Schneebedeck, das wir schon ein paar Mal gesehen haben. Und da das Eispflanze ist, das Pokémon, Feuerschlag wird da so reinzünden. Ganz ehrlich, also wenn das nicht killt, weiß ich auch nicht. So, hier haben wir Justine, die auch wirklich richtig geile Attacken kann. Allerdings alle durch einen Attackenerlerner in Weideburg erlernt, muss ich dazu sagen. Und dazu kann ich noch sagen, wo ich gerade schon mal das Ding anspreche, der sagt wirklich irgendwann, ich glaube, es konnten sogar 10 Herzschuppen sein, ich habe nicht mitgezählt, dass man irgendwann gratis bei den Attacken wieder erlernen kann, also vergessene Attacken wieder neu beibringen kann. Das ist halt echt geil, dass man dieses Feature wieder eingebaut hat aus Pokémon Schwert und Schild, was da von Anfang an halt kostenlos war und in jedem Center verfügbar. Hier ist es aber auch wieder mit drin, ich weiß nicht, ob es damals auch schon so war, einfach ein paar Herzschuppen abgeben, dann sagt man das irgendwann für lau. Gucken wir uns mal kurz die Attacken an, sie kann Steinhagel, Hammerarm, eine 100er Kampfattacke, was gut gegen Eis-Pokémon ist, und Holzhammer. Und Holzhammer ist bei ihr nur deshalb so gut, denn ihr seht ja schon unten beim Text, der Anwender leidet selbst auch großen Schaden. Nicht Justine, denn Justine hat einfach die Fähigkeit Steinhaupt und der Rückstoßschaden ist weg. Das ist einfach so eine geile Attacke für diesen Mogelbaum. Ganz ehrlich, ich glaube, Justine könnte auch nochmal richtig was bringen hier in dieser Arena. Meine ich jetzt ohne Ernst, ohne Witz, ohne Spaß. Der Yonatello hat sich nichts getan, glaube ich, doch der hat Ränkeschmied erlernt. Also auch durch den Attackenerlerner habe ich ihn beigebracht, weil wir doch ein bisschen spezieller sind, ein bisschen speziell ein bisschen stärker als physisch. Da dachte ich mir, Ränkeschmied ist doch besser als Gedankengut, was glaube ich vorher. Und Bolle ist so wie immer, wie vorher. So, genug gequatscht, glaube ich. Wir gehen jetzt mal in die Arena rein. Was wir die mich heute nicht mehr fertig kriegen. Ich nehme auch an, dass wir zumindest Bolle und Julia mal kurz auswechseln müssen. Das heißt, ich werde hier mindestens einmal raus müssen. Was ein bisschen blöd ist, weil wir hier ein kleines Rätsel machen müssen. Aber sprechen wir erstmal mit dem Kollegen hier. Howdy, zukünftiger Champ. Sag mal, siehst du die dicken Schneebälle, die hier und da auf dem Boden liegen? Du musst mit Karacho übers Eis schlittern, um sie aus dem Weg zu räumen. Die Arena-Leiterin setzt übrigens Eis-Pokémon ein. Ihre Angriffe bringst du am besten mit heißen Feuertanken zum Schmelzen. Und denk immer daran, in dieser Arena kommt es auf die Konzentration an. Also konzentriere dich, das habe ich vor. So, Flash war auch schon hier, ne? Genau, so, geh doch immer hier runter. Ich werde direkt mal ein kleines Löchlein aufhaben. Mit King Gamefire lead ich gerade, ne? Weil wir machen erstmal die Trainer platt. Na, fühlt sich schlapp. Also einem guten Trainer macht die körperliche Verfassung keinen Strich durch die Rechnung. Bim, 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 bim. Astrena Romana. Sneebel, alles klar. Direkt ein Sneebel da draußen, also super. Hätte ich doch jetzt mal... Ja, wobei, Literchen, wie gesagt, ist nicht offensiv nicht so stark. Aber für Sneebel ist sie eigentlich dabei. Genau, für Sneebel. Vielleicht hat sogar die Leiterin Sebunda. Ich weiß es nicht, die Weiterentwicklung. Mal schauen. Metallklaue resistiert. Durch den Stahltypen.
und nicht Attacke zu einsetzen, kriege ich mich sehr effektiv. Stimmt, oh. Gut, dass mir jetzt einfällt, ne? So, schön erstmal hier leveln noch. Bisschen. Ein Tentoxa, okay. Da kann ich aber Sondersensor einsetzen, das ist ganz gut. Yep, ist effektiv. Weil das Pokémon einen Gifttypen noch hat. Eis ist auch resistiert, genau deswegen habe ich auch King Gamefire noch mit dabei und generell Stahl-Pokémon. Wunderbar, Sondersensor haut richtig rein. Lupfstrahl ist neutral, okay. Das macht schon ein bisschen mehr Schaden. Egal, wir werden es jetzt trotzdem wegzünden. Weg, Sondersensoren. Und damit ist dieses Tentax auch ausgesondert. So, Astrid und Mana wurde besiegt, sehr schön. Genau, ein guter Trainer trägt unabhängig von der Situation den Sieg davon. Du sagst es. Ich glaube tatsächlich, die Arena könnte wirklich spannend werden. Ich glaube, dass da der Text eben am Anfang, der war nicht einfach nur so dahergesagt. Haben wir noch Tränke normale? Ja, ne? Dann verpacken wir die jetzt weg. Haben wir King Gamefire damit. Ja, alles habe ich auch gegeben. Ihr seht schon, bei Justine habe ich tatsächlich Rosenrauch gegeben, wegen dem Holzhammer. Weil der Rosenrauch Pflanzenattacken verstärkt. Warum nicht ohnehin schon die beste Attacke verstärken, wisst ihr? Deswegen. Wir haben die ganze Zeit in den Stehstürmen von Blitzach gekämpft. Jetzt wirst du sehen, wie sie uns das abgehärtet hat. Mal gucken, was du für Pokémon hast, mein Freund. Und ob dein Pokémon was gegen meinen King Gamefire ausrichten können. Wie heißt der Dennis? Jo. Alles klar. Stäbedeck. Das werden wir noch häufiger sehen, glaube ich. Ich hätte auch gerne Stäbedeck gekriegt, ganz ehrlich. Hat leider nicht sollen sein. Stattdessen kriegen wir so und deswegen Hagelalarm wäre echt nicht geil gewesen, eigentlich als Fähigkeit. Zumindest für so ein Eisteam vor allem. Rambos, so. Vor dem Vieh müssen wir uns in Acht nehmen, wegen dem Eissplitter allein schon. Das hat sicher auch bei der Leiterin eine Prio-Attacke. Da könnte ich drauf wetten. So, mit welchen Punkten rechne ich bei der Leiterin? Ich rechne mit Sneebel, Rexpisa. Ich glaube, Rexpisa ist nämlich hier Ass. Vielleicht auch Snebunda anstelle von Sneebel. Sneebel, also eins von den beiden auf jeden Fall. Aber weiß man nie, ich denke an Bronzel von Adam, ne? Von daher. Wie bist du nur so stark? Ja, das zeige ich dir doch nicht. Mein Geheimnis. Kann hier doch was wegmachen? Ne. Irgendwie nicht. Geht auch nichts weg, ne? Geht hier was weg oder komme ich da irgendwo hin, dass ich dann da irgendwo runter kann? Ja. Sehr schön. Kommen wir noch raus, ne? Ja. Lass das mal hier hin. Komm, besiegen wir den Typen hier direkt. Wenn wir schon mal hier sind. Es ist zu kalt. Ich kann mir jetzt zur Zunge kommen noch spüren. Bim, 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 bim. Astrina Gerlach. Ein Bujelin, oh. Okay, das ist kein Eis-Pokémon. Muss ich dann bei der Leitung auch mit einem Pokémon rechnen, das kein Eistyp ist, vielleicht? Ich glaube nicht, aber. Ja, Justine würde ich jetzt gerne einsetzen, kann ich aber nicht bringen. Ich habe gerade allgemein recht schlechtes Team für ein Bujelin, glaube ich, ne? Ach komm, lieber Julian, da wird der Biss dann resistiert. Falls ein Biss kommt, womit ich, oder Knirscher, womit ich rechne, irgendwie. Ich glaube, ich habe Triton jetzt auch Eiszahn beigebracht für Biss. Übrigens bei dem Attackenherlerner. Habe ich jetzt nur mal kurz am Rande erwähnt. Muss mir gerade einfällt, dass ich auch hier ihm, glaube ich, auch Dings Biss hätte beibringen können, wenn ich gewollt hätte. Okay, Wasserdüse. Das hat gerade Rückenschlag eingesetzt, ne? Scheiße. Das sollte ich mal vielleicht beachten. Egal, es ist tot. So, Juna kann ich direkt auswechseln dann gleich. So wie es aussieht. Bei 42 ist das Level Cap. Boller auch, ne? Hat glaube ich auch gerade den Level erreicht. Ja, gehe ich gleich einmal raus, mach nochmal alles von vorne, ist ja nicht schlimm. Steigerungshieb, sind wir schneller als Nebel? Yes. Zumindest auch auf diesem Level. Ich weiß halt nicht, auf welchem Level das von der Leiterin ist, wenn die eins hat, wie gesagt. Sebunda ist safe schneller als Lucario. Gehe ich fest von aus. Ja, dann hat Bolle echt keinen Standardattacke erlernt. Da muss ich mir echt überlegen, ob der überhaupt mitkommt, ne? In die Leiterin, weil. Der kann nichts, kein Ramboss, nix, was halt Dings jetzt gelernt hat. Ich hab sogar, nee, auch glaube ich durch Herzschuppe. Achso, ich kann ja sogar drauf zugreifen in der Arena. Okay, gut zu wissen. Warum geht das denn jetzt hier? Ich habe auch noch hier Tashi, Aileen ein bisschen trainiert. Unsere Vanni auch, die wir letztes Mal gefangen haben, ein bisschen. Aber an sich habe ich alle drin, die hier drin sind, vor allem.
Ja, ich kann auch noch mal mitkommen. Warum nicht? Triton, ja, warum nicht, genau. Ich kann auch noch ein Level trainieren, aber den werde ich, glaube ich, eh nicht in die Arena mitnehmen. Von daher kann er eigentlich auch zwei Level trainieren. Ist mir nicht egal. Also hier können wir auch noch runterrennen. Aber schon fast alles weg. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo komme ich denn hier so lang? Besiegen wir die Kollegin mal. Die fallen in der Arena, hetzen die ordentlich ein, was? Wenn du während des Kampfes keinen Kopf mehr warst, bist du verloren. Ich denke mal, die haben das hier mit der Box wieder eingeführt, damit man das jetzt nicht zweimal machen muss, oder? Astrina Rebecca fordert dich heraus. Ein Pelipper. So, ich habe jetzt leider keine Steinattacke auf King Gamefire. Rambus wird resistiert, aber wir können immer noch... Oh, Niesel. Nicht schlecht. Ja, wir hätten auch eventuell schon Pelipper mit Niesel haben können. Aquavelle ist natürlich jetzt stärker. Bitte nicht verwirren. Danke. Es haut wieder die Hälfte weg. Man darf nicht vergessen, Bonzong ist eher defensiv eingestellt als offensiv, ne? Dafür, dass es dann die Hälfte wegmacht, das ist schon nicht schlecht. Ah, jetzt kommt die Verwirrung mit raus. Scheiße. Was hat die Gefahr bei Aquavelle? Ja, Mist. Dann müssen wir da jetzt wechseln. Ich könnte Justine einsetzen wegen Steinhagel, aber da jetzt Aquavelle sehr wahrscheinlich kommen wird, kann ich das nicht bringen. Triton kommt raus. Und wird das Ding einfach mal... Entweder... Oh, wir können Eiszahn einsetzen eigentlich. Ist ja auch neutral. Ob wir jetzt Knirscher einsetzen oder Eiszahn. Bei Knirscher stärker. Darf man jetzt nicht vernachlässigen. Flügelschlag kommt auf einmal. Hat die mit dem Switch jetzt gerechnet? Also mit aber doch, dass die damit rechnen. Ne, komm, wir das doch hier schon, ist egal. Ich will jetzt hier nicht noch rumhampeln. In der Arena ganz sicher nicht. Ah, Triton ist auch schon 42, super. Ja, super, kann ich hier direkt wieder wechseln. Entoron. Kannst zwar Psycho attacken, ist aber kein Psychotyp, leider. Kommt trotzdem Knirscher raus. Eisstrahl, oh, der trifft neutral. Mist. Will ich nicht freezen? Du verarsch mich doch, oder? Hat aufgehört zu regnen, okay. Oh, bringt das Eis. Okay, die Liebe zueinander, okay. Ich wollte sagen, was ist denn jetzt los? Knirscher würde ich sagen nochmal. Direkt wieder aufgetaut, der Gute, ey. Tja, es ist halt ziemlich heißblütig, der Triton, scheinbar. Literchen Level 39, das ist sehr gut. KP, ich glaube tatsächlich, Literchen ist einfach generell halt dieses, ja, ist es denn? Oh, verdammt, warte mal, ich habe jetzt, glaube ich, nichts, was irgendwie speziell angreift dabei, oder? Nee, ich glaube echt nicht. Außer halt, hier ihn, aber der hat nur Sensor, das ist halt nicht sehr effektiv. Kraftwelle? Warte mal, ist Kraftwelle speziell? Ist auch physisch, scheiße. Das ist kacke. Ja, dann kann ich doch drinbleiben, genauso gut, weil Kaskade sehr effektiv trifft. Stalos habe ich auch... Ey, was haben die für Pokémon hier schon wieder in der Arena? Was ist das denn? Den letzten doch auch schon. Da war einfach Pionskora und so dabei. Wobei das war das Alte, was mich verwundert hat, also wirklich verwundert hat. Weil Onix war noch okay, weil es sich zum Stalos entwickelt. Da kommt noch drüber hinwegsehen, aber hier jetzt wieder. Du bist überraschend cool geblieben, während ich echt in Schwitzen gekommen bin. Heul doch. Ich glaub, ich hab nicht mal mehr Triton Zauberwasser gerade gegeben, ne? Ich glaube, der hat gar kein Item. Was Sache. Ich werde, glaube ich, wohl gleich trotzdem nochmal rausgehen. Die sind alle schon Level 42 leider, ne? Komm, wisst ihr was, dann nehmen wir so lange die liebe Aileen mit. Die habe ich eh trainiert, so ein bisschen für die Arena. Also nicht für die Arena unbedingt, aber ich dachte mir mal, warum nicht mal Gia Falk trainieren? Ich bin da schon so ein bisschen. Habe ich schon Bock drauf seit der. Wie heißt es denn? Seit der Geisterarena, wenn ich ehrlich bin. Oh ne, da wollte ich nicht hin, ich wollte hier hin. Ist hier noch irgendwo Trainer, die noch nicht besiegt haben? Ja, ne? Ich glaube. Ja, jetzt bin ich hier wieder falsch gelaufen. Aber ich wollte hier hin. Yes. Einmal hier das Ding wegmachen. Zu der Eule muss ich dann noch irgendwie kommen. Wie komme ich zu dir hin? Ich habe keine Ahnung, wie ich ehrlich bin. Kann man eigentlich immer noch hier
Irgendwie diagonal rutschen? Nee, kann man glaube ich gar nicht, ne? Wenn ich zu der jetzt hier gehe. Kurz zur Treppe, ne? Das war schon immer ein dummes Rätsel, ehrlich gesagt, ganz ehrlich. Ich muss hier lang. Ja, sieht gut aus und dann hier drunter. Zack. Ach so, shit. So, hier komme ich zu ihm. Okay. Eine Wildstärke wurde durch eiskalte Schneestürme geformt. Jetzt wirst du Zeuge dieser Wildstärke. Ja, wie muss ich doch da hinten hinkommen? Astrainer Ingvar fordert dich heraus. Mit dem Moorlord. Ist das jetzt eben dein Ernst? Vielleicht hätte ich doch Daisy lieber mitnehmen sollen. Level 39 einfach, ey, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich kann halt nicht Dings einsetzen, ist das Problem. Oh, ich hätte eigentlich mal gegen King Elfair heilen sollen. Wie viel Verteidigung hast du? Verteidigung ist hoch, aber ich will zwei Verteidigung, das ist halt nicht so hoch. Komm, nehmen wir hier. Falls eine Bodenattacke jetzt kommt, was gut sein kann, weil... Außer jetzt kann er wegen dem eventuellen Schwebe, was der Bonzong haben könnte. Er übrigens, er. Ich weiß auch nicht, wie ich auf sie komme. Ich rechne eher mit einer Wasserattacke, wenn ich ehrlich bin. Eisch. Und ich wechsle Echo ein. So kann das gut weggesteckt, ey. Aeroas. Kann natürlich keinen Nahkampf einsetzen. Ja, da wechsle ich doch jetzt mal lieber aus. Hat zwar 244 KP genau weggemacht, aber... Warte mal, wenn er jetzt nochmal Eisschall einsetzt, womit ich jetzt fest rechne, dann kann ich Holzhammer einsetzen. Wenn er jetzt eine Wasserattacke oder Bodenattacke einsetzt, bin ich geliefert. Dann war es das mit Justine, ganz ehrlich. Gainer. Okay, es ist in Ordnung. Wir müssen nur treffen und schneller sein vor allem. Aber ich glaube, schneller sind wir auf jeden Fall. Jetzt hau ich mal diese Attacke rein, Freunde. Das Moorlord ist so tot, ist vierfach effektiv. Da fängt schon mal an. Bam, weg ist es. Level 41, viele Justine. Hat sie sich verdient, den Level up? King Empire Level 38, so schläft sie leider ein. Eisenabwehr. Eisenabwehr ist, glaube ich, besser als Konfusstrahl, wenn ich ehrlich bin. Für ein ohnehin schon defensives Pokémon, zumindest. So, auch der ist doch besiegt, sehr gut. Du hast dich mal mit der Wimper gezuckt. So, jetzt muss ich erstmal King Gamefire heilen, bevor ich es wieder vergesse. Ich dachte nicht, dass der Eisschlag gereicht hätte gerade eben, aber... Ich will auch mal glücklich herausfordern, wenn ich ehrlich bin. Da geben wir ihm noch eine Citrobeere. Hier sind sie, zack. Echo heilen wir auch mal eben. Doch, was machen wir nochmal so? Zwei Sinelbeeren schön. Echo ist an sich auch ein gutes Pokémon für die Arena, wegen dem Nahkampf, ne? Wo komm ich denn hier hin? So komm ich da hoch. Ne, so komm ich nicht da hoch. Komm ich denn da hoch zu dem Scheißteil da? Da, darüber. So komm ich zu dir auf jeden Fall. Oh, das ist immer noch King Gamefire, ne? Bleib da auch. Ich befasse mich erst seit kurzem mit Pokémon. Meine Freunde haben mir durch Training zu diesem steilen Aufstieg verholfen. Das ist, glaube ich, die letzte Trainerin auch schon, ne? Weil ich mich nicht irre. Astrainer Nicole. Im Schneebedeck. Ja, da können wir wieder schön Rambos einsetzen. Ich hätte tatsächlich gerne meinen King Gamefire sogar mit der Eisenkugel noch ein bisschen schwerer gemacht, aber anscheinend ist der Effekt wirklich nur, dass Pokémon, die fliegen, auf den Boden kommen und allgemein, dass die Initiative sinkt. Weil die schweben halt, generell. Ist halt nicht so geil, ne? Einfach nur mein Pokémon langsamer zu machen, wobei das auch nicht so schwer, so schlecht wäre für einen Bonzong, sag ich mal. Aber dafür muss erstmal Bizarro raum können. Und dann ist das ultra fast. Also, da wird, glaube ich, alles outspeeden. In dem Moment. Ich kann nicht glauben, wie stark du bist. Doch, hast du auch gesehen. Ich glaube, wir können das Rätsel lösen, oder? Ich muss doch nur noch hier runter. Yes. Dann muss ich gleich wieder erstmal zurück zum Anfang kommen, irgendwie jetzt. Aber das geht hier rüber ganz schnell. Schwupp. So. Ich dachte, da muss ich nochmal so rüber. Und der Stein in der Mitte, der muss noch weg. Okay, doch nicht. Shit. Achso, doch, hier komme ich jetzt hin. Okay, perfekt. Damit sind wir doch... Ach, da muss oben das Ding auch noch weg. Die zwei Dinger. Ah, ich muss nur auf die andere Seite irgendwie kommen.
Warte mal, warte mal, warte mal. Achso, hier komme ich nicht durch, shit. Ich von oben kommen. Oh, so, guck mal, das ist schon mal weg, sehr gut. Was heißt nicht mein Plan, aber immerhin, besser als nix. Ich gehe nicht mehr aus der Arena aus. Wenn man hier Pokémon tauschen kann, mache ich das gleich auch hier. Muss hier auf jeden Fall lang. Na, der Eulen hier vorbei. Dann von hier aus rüber, oder? Jawohl. Ja, damit können wir zur Arena hoch. Zur Leitung, glaube ich. Muss ich da nur noch mal irgendwie hinkommen. Mist, ja, das vergesse ich mal. Ja, da stellen wir doch mal schnell unser Team um, Freunde. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht mit denen allen hier kämpfen. Aber auch das waren ja alle Trainer hier, ne? So, schauen wir mal, was nehmen wir mit. Wir nehmen auf jeden Fall Skipper mit und ich glaube tatsächlich, dass Echo hier bleibt. Aileen bleibt auch mal hier. Ist mal hier in die Box. Und Unitedo kommt auf jeden Fall mit. So, Kampfattacken können wir gut gebrauchen. Justine bleibt dabei. Ringo auch, definitiv. Da bin ich mir sicher. Literchen ist so eine Sache. Und gleich noch die Items weitergeben auf jeden Fall. Literchen kann echt gut sein für einen Sneebel. Ne? Kann Eisattacken, stimmt, wir haben die Speckschicht übrigens drauf, deswegen wollte ich es mitnehmen. Speckschicht mindert den Schaden von Eis- und Feuerattacken nochmal. Aber ich rechne halt auch mit einem Pflanzen-Pokémon, deswegen ist Literchen, glaube ich, nicht so gut. Das ist halt echt dumm wieder. So, da die wahrscheinlich eh Rexpisa hat, kann ich noch Batgirl theoretisch mitnehmen. Ich meine, ich habe heute Batman-Shirt an, da passt es eh nochmal so besser, da kommt das Bat-Signal dann raus, ne? Und King Gamefire nehmen wir, glaube ich, auch mit. Ich glaube, das ist unser Team für die Arena. Drei Stahl-Pokémon dabei. Wenn die ein Vor- Oh, warte mal. Wenn die eventuell ein Kampf-Pokémon hat. Haben wir Kampf-Eis-Pokémon? Ich glaube nicht, oder? Ich hoffe es mal. Ja, für ein Kampf-Pokémon haben wir. Nee, ich glaube, die hat die Kampf-Pokémon. Nein. Wie gesagt, ich rechne mit Sneebel, Rexplisa und eventuell noch mit Firnotor oder Frostdetcher, also die Weiterentwicklung von Schnepke. Einer von beiden Entwicklungen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist. Aber will ich King Gamefire mitnehmen? Ich glaube schon, oder? Ja, wir nehmen den mit. So, das ist unser Team für die Arena-Freunde. Die haben alle Items gepaart. Zauberwasser. Für Nintendo die... Oh, die müssen wir noch heilen, sehe ich gerade den guten. Jetzt die Tobere reinknallen. AP vernachlässige ich jetzt mal. Ja, ich würde sagen, wir fangen so an. King Gamefire macht den Lead. Trotz allem. Hat er ja gut gemacht bisher, von daher auf geht's. Auf zur siebten Arena-Leiterin. Auf zu Frieda, die auch sehr zugig angezogen ist, muss man sagen. Aber egal. Wir machen die platt. Los geht's. Du möchtest mich also herausfordern, wie? Nicht lieber als das. Ich warte schon lange auf einen starken Trainer wie dich. Doch ich muss dich warnen. Ich bin stark, denn ich weiß mich zu konzentrieren. Sie wartet lange. Ich will nur festhalten. Flash war hier, ne? Der hat sie besiegt. Pokémon, Mode, Romanzen. Alles eine Frage der Konzentration. Zeig dir am besten, was ich damit meine. Mach dich bereit zu verlieren. Ich hoffe, die Nachtlocke geht jetzt hier nicht in die Hose, weil ich mein Team nicht ideal aufgestellt habe, aber wird schon klappen irgendwie, denke ich. So, welche Pokémon hat sie? Sie hat vier Pokémon auf einmal. Oh! Schneebedeck, okay, sie hat noch Schneebedeck. Dann passt es trotzdem mit Sneebel, Frostwetsche oder Phinontor und Rexpisa. Also von daher alles gut. Das haben wir easy weg. Ja, natürlich einen Hagelalarm erstmal aufsetzen. Ach ja, wir nehmen dadurch auch konstant Schaden, das ist ja auch der Kack. Rambus. Sollte easy killen. Wir sind sogar schneller als das Ding, auf einmal. Achso, es hat auch kein Eisspitze eingesetzt, diesmal stimmt. Die anderen Male hat es, glaube ich, fühlt immer Eisspitze eingesetzt, kann das sein? So, Nummer 1 ist down. Jetzt ist mir auch der Level egal, wenn die jetzt überleveln, ist mir das wurscht. Und sitzt halt auf Level 43 beim Lead oder bei ihrem Ass. Aber das kann ich jetzt lieber finden, ehrlich, die vorher schon rausnehmen müssen, irgendwie. Stiebel, ja, habe ich mit gerechnet. Jetzt wäre natürlich auch ein Kampf-Pokémon geil, wobei es kann vielleicht eine Unicht-Attacke, egal, ich setze trotzdem Rambus ein. Clownwetzer. Verschwende deinen Zug halt, Mädel. Auch gut. Angriff und Genauigkeit steigen zwar, aber dein Zwiebel hält eh nicht viel aus. Ist, glaube ich, auch ein recht leichtes Pokémon. Denn ihr müsst wissen, Rambus macht Schaden in Abhängigkeit von dem Gewichtsunterschied. Weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, ich habe die Attacke schon erklärt, glaube ich, ne? Und da halt Bronzong recht schwer ist und Zwiebel recht leicht, ist die Attacke halt sehr stark, ne? Also. Oh! Das ist eine böse Überraschung. Hat sie doch ein Kampf-Pokémon, was aber kein Eis-Pokémon ist in dem Fall. Deswegen kam ich nicht drauf. Ein Meditalis. Lose. Wir haben Batgirl. Für das Ding. Bitte triff. Yes. Sehr gut.
Das wird jetzt in der Runde nicht aufwachen, auf gar keinen Fall. Das heißt, wir können jetzt schon switchen. Sehr gut. Zum Glück habe ich daran gedacht, ey, irgendwie. Batgirl. Bat-Signal, los! Ruf Batgirl! Ist das bescheuert. So, er schläft noch auf jeden Fall diese Runde. Wie gesagt, da war ich jetzt, konnte ich fest von ausgehen. So, wir können jetzt aber, wir können Windschild einsetzen. Wir müssen vor allem Psycho-Attacken in uns in Nacht nehmen, ne? Psycho-Attacken sind böse bei Batgirl. Oh man, ist überlebt ein Angriff. Weiter so. Schläft noch sehr gut. Wird sie heilen? Ich hoffe nicht. Ich glaube auch nicht dran. Windschnitt. Oh, sie heilt doch. Scheiße. Aber wir haben trotzdem jetzt zwei Runden. Weil wir definitiv schneller sind als dieses Meditales. Und wir haben noch ein zweites Heil-Item. Das ist ganz gut eigentlich. Und diese Heil-Item-Regel, die brauche ich fast gar nicht. Das ist das Komische, ne? Und ich habe gute Pokémon dabei, muss man sagen, ne? Und ich bin halt immer gut auf die Arena-Leiter leider eingestellt. Das wird, glaube ich, in den Top 4 nochmal, oder in der Liga nochmal ein bisschen mehr, glaube ich, von der Bedeutung sein, diese Regel. Ja, Meditales ist down. Bisher ist sie halt noch nicht so zu dran gekommen. Ich meine, ich habe mittlerweile 2,5 Teams, ne, kann man sagen. Und Pokémon, die ich trainiert habe, also von daher. Ich hätte mehr, wenn ich ein paar Pokémon gestorben wäre in den letzten Folgen. Logisch. So, jetzt kommt Rexpisa, oder? Ich werde das Eis brechen und mein Notfall-Pokémon einsetzen. Ja, Rexpisa. So, hier haben wir zwei Optionen. Ich habe den Giftstich drauf. Und ich habe Windschnitt. Also Giftstich wegen den Giftattacken meine ich natürlich. Ich muss mal kurz die Verteidigung angucken. Batgirl hat tatsächlich eine höhere Verteidigung als Ringo, wird allerdings effektiv getroffen. Darf man nicht vergessen. Hat auch einen höheren Angriff, das ist ja scheiße. Warum habe ich ja viel dabei übrigens nochmal? Wollte ich nochmal fragen. Wahrscheinlich die Fleißpunkte sind vielleicht ein bisschen mit, weil die trainieren quasi alle von Anfang an mit, ne? Immer schön nach und nach, aber die Pokémon hier halt, ne? Ich kann ihn noch einsetzen. Wird halt von der Eisattacke nicht effektiv getroffen. Ich rechne mit einer Eisattacke, ehrlich gesagt. Für ihn geht das gleiche. Der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht im Angriff. Der Angriff ist gar nicht mal so viel geringer als die Verteidigung, wie ich dachte gerade, zumindest, muss ich sagen. Ich glaube, ich nehme Julian mit jetzt oder ihn in den Kampf. Ich hätte natürlich gerne den Feuerschlag jetzt rausgehauen, aber ich glaube, der Feuerschlag wird nicht mal reichen, auch wenn er vierfach effektiv ist. Ich glaube, Meditales ist es nur so ein Notfall-Pokémon, falls jetzt hier alle an der ein Pokémon stirbt, dann kann ich es einsetzen halt. Ach, 40 Schaden. Ach du Scheiße. Oh, es hört auf zu hageln jetzt. Okay, perfekt. Das ist genau richtig reingekommen gerade. Aber Sphäre. Weil ich glaube, wenn es rausgekommen wäre und der Hagel wäre weg gewesen, dann wäre es gleich noch neu aufgesetzt. Alter Falter. Das war fast ein One-Hit. Gut, ich habe die Fausttafel auf Julia mittlerweile drauf. Versteckt die Kampfattacke. Du blödes Drecksie, das kommt unerwartet. Und schon wieder ist Lucario draufgegangen in der Nasdok. Wie viel Initiative hast du? Es gibt's nicht, ne? Erdbeben einfach. Ja gut, damit hätte ich rechnen können eigentlich. Wäre ich doch mal bei Batgirl geblieben. Scheiße. 83, du bist schon langsamer, ne? Ja, du bist immer noch fast das schnellste Pokémon in meinem Team. Sorry, Julian, ehrlich. Erdbeben. Von so einem Rexpisa. Wer rechnet denn damit? Gut, das Vieh ist fett, aber trotzdem. Ich kann deinen Siegeswillen spielen, aber ich werde nicht verlieren. Feuerschlag, haus weg, ey. Bitte. Na. Trotzdem eins meiner Lieblings-Pokémon tot, ne? Super, mal wieder richtig geil. Da verbuche ich nicht als Sieg, ehrlich gesagt. Das war ein erstaunlich guter Kampf. Ich bewundere dich sogar ein klein wenig. Halt die Fresse, blöde Kuh. Nimm dein fettes Vieh und verpiss dich. Ganz ehrlich. Wow, bist du stark. Damit hast du dir meinen Respekt richtig verdient. Mit deiner beeindruckenden Konzentration und Willensstärke hast du uns total überrollt. Oh, ich vergesse. Ich muss dir ja noch das hier geben. Ja, ich gebe hier die Ohren. Irgendwie soll kann die Ohren wirklich putzen, zumindest über ein Touchscreen. Ich weiß nicht, ob das auch so geht im TV-Modus. Ich habe die mal geputzt, meine Ohren. Die sahen ja aus, ey. Mit dem vierten Ohren kannst du nur über deinen Pokéball die Vollmattacke Kraxler einsetzen. Oh, und nimm die hier auch noch.
Die Sticker? Ach, da hab ich gleich drauf geachtet, auf die Sticker von dem Vieh, stimmt. Mal wieder. Hab ich bisher auch nur zweimal gesehen, so richtig. Einmal bei Fight und einmal bei Lamina. Lawine. Okay, das hat sich zum Glück nicht eingesetzt. Stell dir mal vor, wie viel Konzentration man dafür braucht. Die Attacke wird stärker, wenn man die in der zweiten Runde oder als zweites einsetzt in der Runde, ne? Kann das sein? Ich hab gerade irgendwie erklärt, keine Ahnung, ist mir auch egal. Wir dürfen wieder Pokémon ablegen, Freunde. Weil das eigentlich unser nächstes Ziel. Die Nachbarn haben sehr Stärke vor sich geht. Alles klar, machen wir. Wir gucken uns aber hier nächstes Mal noch um in der Stadt. Könnte ich kotzen schon wieder, ehrlich. Wo ist er, der Julian? Da ist er. Einmal die Fausttafel abnehmen, leider. Und damit will ich leider auf den Friedhof schicken, mein Freund. Ey, wieder so ein cooles Pokémon, was auch voll gut war. Was ist? Ja, ist wieder gestorben, ey. Super. Kacke, ey. Ja, ich nehme jetzt schon mal Dings mit. Wir haben jetzt ein Level Cap von 49 übrigens. Goldie, weil wir auf jeden Fall Goldie brauchen wir in der nächsten Arena. Nächste Arena ist Elektro, wir brauchen Boon-Pokémon. Wir brauchen eigentlich mehr Boon-Pokémon, wenn ich ehrlich bin. Bis dahin. Aber Onix werde ich nicht trainieren. Auf gar keinen Fall. Und das ist das Einzige, was wir da noch haben. Ansonsten. Nächste Arena wird, glaube ich, nochmal richtiger Kampf, sage ich euch jetzt schon. Ich glaube, da verspreche ich nicht zu viel, wenn ich das sage, an der Stelle schon mal. Wobei wir auch Pflanzen-Pokémon haben. Wir können übrigens auch eigentlich Daisy mal entwickeln. Sie hat jetzt Toxin gelernt. Darauf hatte ich nämlich gewartet, auf die Attacke. Aber egal, Freunde. Ein Pokémon hat Frieda uns genommen, aber wir haben ihn in Ordnung trotzdem gehalten und wir haben die Arena überstanden. Das war's mit der heutigen Folge Pokémon durch den Fan der Nuzlocke Challenge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst auch ein Like für Julian da, der hat sich hier quasi aufgeopfert fürs Team. Hat auch einen guten Job geleistet, trotz allem. Also, oder dennoch einen guten Job geleistet, auch wenn er jetzt draufgegangen ist, leider. Erdbeben halt, ne? Was soll man da machen? Und, ja, seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir zum See der Stärke sehr wahrscheinlich gehen. Also, was sollen wir sonst machen, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Basukasu.